Hallo Leute, heute möchte ich euch erklären, was Absprung bedeutet und warum dieser so wichtig ist, um eure Druckqualität erheblich zu erhöhen. Mit Absprung bezeichnet man einen kleinen Abstand, der sich zwischen eurem Sieb und dem Shirt befindet, beziehungsweise Hoodie, Beutel oder Papier. Dieser Absprung ist wichtig, da er einen sauberen und vollständigen Farbabriss ermöglicht. Und das vermeidet, dass am Ende die Farbe im Sieb kleben bleibt und somit nicht auf dem Shirt landet oder dass sich eure Farboberfläche wie Sandpapier anfühlt. Bei all unseren Maschinen und Karussells könnt ihr den Absprung am hinteren Teil des Druckkopfes einstellen. Das Ganze lässt sich einstellen, indem wir zuallererst einmal diese beiden Schrauben hier lösen. So, wie ihr seht, lässt sich unser Druckkopf jetzt frei bewegen. Die Schrauben haben wir jetzt gelöst. Ihr habt gesehen, der Druckkopf, der ist jetzt frei beweglich. Um nun den Abstand wirklich einstellen zu können, brauchen wir ein kleines Hilfsmittel. Abstandshalter. In unserem Fall sind das einfach ein paar Stücken Holzplatte. Ihr könntet natürlich auch zwei Münzen übereinander kleben oder Stücken von Vollpappe benutzen. Diese Stückchen, die packen wir jetzt unter unseren Rahmen. Und zwar zwei hinten. Und ein Stück vorne. Damit ist der Abstand jetzt vorhanden und wir können die Schrauben wieder festziehen. So, den Abstand haben wir mittels unserer Abstandshalter jetzt festgelegt. Jetzt zurren wir das Ganze noch fest. Das hätten wir. Jetzt können wir die beiden hinteren Abstandshalter wegnehmen. Und den vorderen, den behalten wir. Und zwar aus folgendem Grund. Dieser vordere garantiert, dass der Absprung auch am vorderen Rand des Rahmens erhalten bleibt. Und den kleben wir jetzt einfach mit einem Stück Klebeband fest. Natürlich müsst ihr in dem Fall auch nicht unbedingt ein Stück Holzplatte nehmen, sondern könnt auch da entweder Vollpappe oder zwei Münzen nehmen. Ihr solltet beachten, dass der Absprung immer 2 bis 3 mm betragen sollte. Und dabei ist zu unterscheiden, dass der Absprung nicht zwischen eurem Siebgewebe und der Druckplatte zu bestimmen ist, sondern zwischen eurem Siebgewebe und eurem Bedruckstoff. Denn es macht einen riesen Unterschied, ob ihr ein dünnes T-Shirt, ein 180 Gramm Shirt habt, das nur ungefähr einen Millimeter Stoffdicke hat, oder ob ihr einen dicken, schweren Hoodie bedrucken wollt, der schon 2 bis 3 mm Eigenhöhe hat. Das heißt, ihr müsst eure Einstellungen dementsprechend anpassen. Unser Absprung ist eingestellt, was ihr hier auch sehr deutlich sehen könnt. Übrigens empfehlen wir bei Plastisolfarben grundsätzlich mit Absprung zu drucken, ganz egal, ob mit einem Automaten oder einer Handdruckmaschine gedruckt wird. Bei wasserbasierten Farben scheiden sich ein wenig die Geister. Einige von euch drucken alle wasserbasierten Farben mit Absprung, einige andere alle wasserbasierten Farben ohne Absprung. Wir finden es recht sinnvoll, die dickflüssigen Deckfarben grundsätzlich mit 3 mm Absprung zu verdrucken und die dünnflüssigen direkt aufliegend. Wir schauen uns das Ganze mit dem Absprung jetzt aber mal in der Praxis an. Da wir mit Plastisolfarbe arbeiten, rühren wir die jetzt noch mal ein bisschen auf, weil das macht die geschmeidiger und erleichtert euch am Ende das Arbeiten. Wenn ich jetzt rakle, beobachtet mal das Sieb, denn nur da, wo der Rakel aufsetzt, drückt das Sieb unten auf euer Shirt und reißt dahinter sofort wieder ab. Und das
bringt die glatte Farboberfläche und auch scharfe Kanten. Also los. Gleich nochmal drüber. Schauen wir uns das mal an. Okay, ich hoffe, wir konnten euch auch diesmal wieder einmal dabei helfen, eure Druckqualität zu erhöhen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema haben, dann meldet euch einfach bei uns. Und wie ihr wisst, wir sind auch bei Facebook oder Instagram aktiv. Wenn ihr möchtet, folgt uns doch einfach dort.